Guten Morgen. Morgen, Lars. Du bist ja heute Morgen auch hierher gefahren und hast dir vielleicht so deine Gedanken gemacht. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, hier die Kulisse, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Was waren so deine ersten Gedanken auf dem Weg hierher und auch als du hier ins Willy-Brandt-Haus kamst? Also ich durfte das ja gestern hier schon sehen und bin sehr stolz auf mein Team auch im Willy-Brandt-Haus, das in den letzten Wochen hier sehr hart dran gearbeitet hat. Und heute Morgen habe ich mich darauf gefreut, also auf das, was hier heute passieren wird. Ich meine, Norbert, Saskia haben es gerade gesagt, es sind schwierige Zeiten. Wir stehen politisch vor enormen Herausforderungen. Aber ich glaube, dass die Menschen zu Recht auch erwarten, dass Parteien gerade sich Gedanken machen um die Zukunft und alles das, was nach Corona kommt, und dass Parteien noch Orte der Hoffnung sein müssen und Orte der Zuversicht sein müssen. Und das hat die SPD vorbereitet und darum geht es heute. Und ich habe richtig Lust auf diesen Tag. Ich habe ganz viele tolle Nachrichten in den letzten Tagen bekommen von Parteimitgliedern, von Interessierten, die sagen, sie wollen mit uns heute diskutieren über Fragen der Zukunft, die sich stellen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, wie der heutige Tag wird. Ist ja auch ein Experiment. Aber ich freue mich einfach sehr drauf. Und das war der Gedanke, mit dem ich hergekommen bin, mit dem ich jetzt hier stehe und der hoffentlich sehr lange anhalten wird. Ich finde auch, das Programm liest sich sehr langfristig und trotzdem merkt man auch die Prägung der Corona-Zeit. Also viele Programmpunkte sind daraus entstanden oder so formuliert. Wie geht es eigentlich mit der Jugend weiter, die jetzt heute aufwächst, die nicht zur Schule gehen kann oder beschränkt zur Schule gehen kann, digital unterrichtet wird? Was sind so deine inhaltlichen Sessions, auf die du dich heute so am meisten freust? Mit welchen Ideen und Punkten gehst du so in den Tag? Also du hast recht, es geht, und das war uns wichtig im Programm, ganz viel um die Frage, was kommt eigentlich nach dieser Krise und auch welche Umbrüche bringt diese Krise? Also wenn wir heute reden über ein Update für das Wirtschaftssystem, dann hat das ja unmittelbar mit Corona zu tun. Oder wenn wir über die Frage reden, wie Deutschland stark bleiben kann nach dieser Krise. Oder wenn wir über die Frage reden, wie wir eigentlich Rechtsextreme zurückdrängen, die leider sehr präsent sind, heute wieder große Demonstrationen. Also das sind reale Probleme, die gerade täglich da sind. Mhm. Und wir wollen da Konsequenzen draus ziehen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Sessions. Und nochmal, Krisenmanagement ist das eine, das tun wir in der Bundesregierung jeden Tag. Aber die Menschen haben zu Recht die Erwartung, dass wir auch eine Antwort für die Zukunft geben. Und das tun wir, glaube ich, mit fast jedem Panel, vielleicht nicht mit den Yoga-Sessions, die heute da sind, aber mit den inhaltlichen Panels wird genau darauf eine Antwort gegeben. Und ich bin auch gespannt, was die Parteimitglieder einbringen. Also das ist ja auch so, und das war ja beim letzten Debattencamp so, wir schließen uns nicht mit 30 Leuten ein und reden irgendwo im Hinterzimmer, sondern wir sind eine offene Partei. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger können heute mitdiskutieren. Und ich habe immer gelernt in den letzten Jahren, dass wenn viele an einer Idee mitarbeiten, dass diese Ideen dann besser werden. Und das werden wir heute auch wieder zeigen. Vor 2 Jahren haben wir das ja auch gemacht. Ich war auch da. Ich habe auch gesehen, dass du da warst und auf den Bühnen standest und mit den Leuten diskutiert hast. Jetzt sind wir in diesem Jahr rein virtuell im digitalen Raum unterwegs. Und trotzdem wollen wir genau das, was 2018 auch so besonders gemacht hat, eben die Interaktion und dass wir miteinander reden und dass so viele unterschiedliche Leute, finde ich, auch zusammenkommen, heute auch möglich machen. Aber was sind so die Unterschiede oder vielleicht auch Chancen, dass das jetzt virtuell stattfindet und nicht vor Ort für dich? Die Vorteile sind in der Tat darin, dass heute Leute mitmachen können, die vielleicht vor 2 Jahren nicht dabei sein konnten, weil man irgendwo in Bayern sitzt, weil man nicht 6 Stunden nach Berlin fahren will oder weil man vielleicht auch von den Umständen her gar nicht mal eben für 2-3 Tage nach Berlin kann. Oder wir haben Michael Sandel heute da, der aus Harvard zugeschaltet ist. Ich weiß nicht, ob der sonst hergeflogen wäre, ja, für eine Session auf dem Debattencamp. Also die Digitalisierung ermöglicht ganz viele Punkte auch, wo wir uns öffnen können, wo wir dafür sorgen können, dass viele Leute mit dabei sind. Und das ist eine Chance. So, ich gebe auch zu, vor 2 Jahren, das war super, 2.500 Leute auf dem Messegelände. Es war eine tolle Atmosphäre. Hätte ich mir auch vorstellen können, aber Corona fordert uns eben neu zu denken. Und da waren wir kreativ in den letzten Wochen und in der Digitalisierung liegt eine Chance und die wollen wir heute nutzen. Ich glaube auch, das ist gelungen, finde ich zumindest. Und du bist jetzt ja auch schon beteiligt gewesen in all diesen Sachen, die vor diesem Debattencamp stattgefunden hat für den Programmprozess. Also das ist ja heute nicht die erste Veranstaltung und wird auch nicht das letzte sein, um Ideen und Vorschläge für das Wahlprogramm zu finden und herauszukristallisieren. Kannst du uns da vielleicht schon mal einen Einblick geben, wie es weitergeht und auch wie sich das Debattencamp in diesen Programmprozess einordnet? Also für mich ist das Debattencamp ganz klar das Highlight jetzt in diesem Programmprozess. Uns war das total wichtig, dass die Mitglieder im Mittelpunkt stehen. Wir haben
hast du ja vorhin auch schon erzählt, wir haben über den Sommer die Mitglieder befragt, wir haben eine digitale Programmwerkstatt mit 4.500 Mitgliedern gehabt, die Ideen eingebracht haben, das werten wir gerade aus. Wir kriegen auch so ganz viel Rückmeldungen aus Online-Konferenzen, die wir gemacht haben. Aber heute ist der absolute Höhepunkt. Heute werden wir ganz viel aufsaugen als Partei, einsammeln. Auch die vielen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Willy-Brandt-Haus werden das alles dokumentieren, was an Ideen kommt aus der Partei. Und dann fangen wir an zu schreiben. Also dann geht es wirklich los, dass wir schreiben. Dann kommt natürlich der Bundesparteitag am 9. Mai. Dann kommt die normale Antragsberatung in der SPD, also wo die Gliederungen, die Arbeitsgemeinschaften alle nochmal formulieren können, was ihnen wichtig ist. Aber heute ist der Tag für die Mitglieder. Heute geht es darum, dass die Mitglieder im Mittelpunkt stehen und dass sich möglichst viele einbringen. Und deswegen auch nochmal mein Appell. Also nutzt diesen Tag. Ja? Also egal, wo ihr gerade sitzt, egal, wo ihr seid, bringt eure Ideen ein, diskutiert mit, kommentiert, kritisiert auch gerne, wenn ihr was falsch findet, aber heute könnt ihr euch alle einbringen und ich hoffe, dass viele das nutzen. Du bist ja heute noch in einigen Sessions unterwegs und hier im Haus auf verschiedenen Bühnen. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Hause, die sitzen den ganzen Tag vor einem Bildschirm und teilweise genau gucken sie zu, aber können sich auch über den Chat beteiligen. Und du hast bestimmt auch Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, wie anstrengend das manchmal sein kann. Hast du vielleicht einen Tipp für die Leute, was machst du, um konzentriert zu bleiben, wenn du den ganzen Tag vor dem Bildschirm Meetings verfolgst? Also erstmal hoffe ich, dass wir das Programm so spannend gemacht haben, dass niemand abschaltet und dass alle konzentriert die 7 Stunden davor sitzen können. Und wenn jemand mal raus muss, dann geht ein paar Meter spazieren und man kann ja auch auf den mobilen Endgeräten das mitschleppen und auch auf dem Handy gucken. Also das geht auch, aber ab und zu mal die Beine vertreten gehört, glaube ich, dazu. Aber ich hoffe, dass das Programm so spannend ist, dass niemand abschalten muss. Also bleibt dran. Genau, bleibt dran. Ich glaube auch nicht, dass jemand abschalten muss. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lars, dass du hier warst, mit mir kurz gesprochen hast, später auch noch hier auf der Bühne sein wirst, um 13.30 Uhr zu deinem Talk und sonst in den Sessions verschwindest. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Wir hören jetzt nochmal Musik von Nui Noise und dann komme ich wieder zurück und wir machen den letzten Endspurt, bevor es dann um 11 Uhr zum ersten Highlight geht.